Hurra, hurra, das Ziel ist erreicht. Die Aktienmärkte haben wichtige Niveaus heute erreicht. Ende des Lockdowns, die große Hoffnung, das wird schon alles wieder auf der einen Seite und auf der anderen Seite Vaccine-Optimismus. Wir haben also wieder Impfstoff-Optimismus. Dieser Impfstoff-Optimismus hat sich dann zwar immer wieder schnell erledigt, aber die Kurse sind dann trotzdem nicht mehr gefallen, weil sie vorher stark gestiegen sind aufgrund des Impfstoff-Optimismus. Und dann hat man sich gesagt, ja gut, wenn sich das als Rohrkrepierer erweist, Schwamm drüber, ja, ist nicht unser Problem. Jetzt ist aber die Frage, wie geht es weiter? Wird das reichen? Jetzt nochmal über diese technischen Schlüsselniveaus, über die wir jetzt erklommen haben gewisserweise. Wird es nochmal gelingen, jetzt über diese Niveaus zu steigen und sich damit noch weiter, zumindest vom derzeitigen Zustand der Realwirtschaft, zu entfernen? Das werden wir sehen. Jetzt schauen wir uns mal an, was hier genau passiert ist. Zunächst mal ist der S&P 500, der Leitindex der Welt, über die 3000er Marke gestiegen. Vaccine Optimism, warum auch nicht? Und dann ist allerdings jetzt die Situation die, dass wir ziemlich genau auf die ehemaligen Allzeithochs aus Juli und September 2019 geprallt sind. Das ist also schon jetzt eine gute Strecke, die wir gemacht haben. Und an solchen Marken wird es natürlich schwierig, eben diese Zone 2920, 25 beim S&P 500 jetzt sehen wir, dass da natürlich jetzt schon ein Brett ist, ein Widerstandsbrett, das man erst einmal überwinden muss. Gelingt das? Fragezeichen. Hier sehen wir Le Nasdaq, der Nasdaq, der Technologieindex, der ja so immens stark gestiegen war. Und hier sehen wir, dass wir dieses große Gap, was wir im Februar gerissen hatten, jetzt punktgenau, ziemlich exakt auf den Punkt geschlossen haben heute. Und wer sich in den Nasdaq investiert hat, nämlich vor einem Jahr, der hat jetzt einen 30-prozentigen Gewinn, ist ja auch logisch, nicht wahr, weil die Lage ist ja viel besser als vor einem Jahr. Sind wir doch mal ehrlich, gell? Vor einem Jahr haben wir noch gedacht, die Fed würde die Zinsen vielleicht anheben können, vielleicht, ja. Aber das ist ja dann anders gelaufen, aber jedenfalls ist das natürlich eine Spitzenperformance. Da unten sehen wir den S&P 500, also den marktschweren Index, der deutlich weniger Performance hier gezeigt hat. Aber weiter im Text, meine Damen und Herren. Wir haben Seth Donald, der heute dann berichtet hat, oh, wir haben den Dow Jones über 25.000 Punkte. Und den S&P über 3000 Punkte. Normalerweise spricht Sid Donald nur über den Dow Jones und nicht über den S&P. Da ist ihm also was aufgefallen. Aber dann kommt ein Satz, der interessant ist. There will be ups and downs. Es gibt also mal rauf und runter. Aber nächstes Jahr wird eines der besten Jahre ever. Und da hätte ich so meine Zweifel, denn es ist ja die Frage, wenn Sid Donald wiedergewählt wird, dann braucht er keine Rücksicht mehr nehmen auf irgendwen und irgendwas. Dann wird sicherlich die Konfrontation nicht gerade geringer, sowohl innenpolitisch als auch mit China. Zu China kommen wir gleich. Wir sehen eine der größten Asset Bubbles, entgegnet hier Sven Henrik, die wir während einer Rezession gesehen haben. Wir haben jetzt über 140% Marktkapitalisierung der US-Aktienmärkte zum BIP. Und jetzt sind wir an entscheidenden Widerstandspunkten, auch technisch gesehen, bei einer Arbeitslosigkeit, die wahrscheinlich über 20% liegt. Und die Gewinnerwartungen sind auch ein bisschen gefallen, aber das rechtfertigt natürlich steigende Kurse. Von denen haben einige profitiert, nämlich die Trader bei Robinhood. Das sind immer mehr geworden, das ist so eine Art Fintech-Unternehmen in den USA. Hier sehen wir, dass die schon im Sinkflug schon auf der Long-Seite unterwegs waren. Es ging dann weiter runter beim S&P 500, aber die sind jetzt voll dabei bei diesem Anstieg und glauben jetzt natürlich, dass sie die allergeilsten Trader der Weltgeschichte sind. Warum auch nicht? Ja, das Konto ist grün und das macht ja richtig Spaß. Heute haben mich Kommentare erreicht auf mein morgendliches Video. Was meckert denn der rum? Der vermisst ja die Stimmung, gell? Ich bin hier long, habe ein Aktienportfolio von einem Berater im März gestrickt bekommen und das ist doch super. Und jetzt kommt der und kommt mir mit Realwirtschaft, der Fugmann. Okay, das nervt doch, ja. Und Entschuldigung, ich habe wirklich an dieses Potemkinsche Dorf, an die Fassade so ein bisschen hingepinkelt, ja. Aber nichts für ungut, also das ist jetzt nicht böse gemeint, gell. Also ich gönne jedem seine Gewinne und ich bin nicht Anlageberater, um dies einmal klar zu machen, ja. Also um dies noch einmal klar zu sagen. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt sehen wir, dass allerdings davon eher die etwas reicheren profitieren, nämlich diejenigen, die über 125.000 Dollar verdienen. Die Kluft zwischen dem Verbrauchervertrauen, und die Daten hatten wir ja heute, der Reicheren, der Gutverdiener und der Geringverdiener ist so groß wie
praktisch seit Datenaufzeichnung nicht mehr. Also manche sind gut drauf, andere weniger. Und jetzt sagt Heisenberg, dass wir wahrscheinlich nächstes Jahr die Schlagzeile bekommen, dass der S&P 500 auf 5000 Punkte gestiegen ist, weil die Hälfte der potenziellen Verkäufer, der humaniden potenziellen Verkäufer, dann leider doch an Covid verstorben sind. Möglich ein denkbares Szenario. Mohammed El-Arian ist natürlich viel ernster und sagt, ja, wir werden jetzt in ein paar Wochen wissen, ob diese Lockerungen, ob die gut waren, ob das richtig war und ob das sozusagen dann letztendlich auch heißt, dass wir viel zu rigide waren bei diesem Lockdown oder ob das Gegenteil der Fall ist, nämlich dass die frühzeitige Öffnung oder die frühzeitige Lockerung des Lockdowns hier riesige Schäden verursacht hat. Das ist die große Frage. Schäden ist auch das, was vielleicht das Charakteristikum ist in der Beziehung zwischen den USA und China. Hier sehen wir, dass die Global Times suffisant bemerkt, dass man ja die Sojabohnenimporte aus Brasilien deutlich raufgefahren habe, nämlich um 2,6% zum Vorjahresmonat, während die Sojabohnenimporte aus den USA um 62% gefallen sind. Ups, wir haben dann auch Aussagen von Chinas Präsident Xi Jinping, der gesagt hat, wir müssen uns jetzt bereit machen für militärische Auseinandersetzungen. Das ist natürlich jetzt in Richtung Kambodscha gemeint, nee, doch nicht, vielleicht in Richtung USA, muss man mal genauer drüber nachdenken, aber natürlich klar, die Sprache ist hier doch deutlich anders. Kaum bemerkt von den Märkten wird der Yuan immer stückweise weiter abgewertet. Wir sind jetzt schon wieder auf Niveaus, die wir seit dem Jahr 2010 nicht mehr erreicht hatten und das dürfte weitergehen, wenn sich das Verhältnis zwischen den USA und China verschlechtert. Anderes Thema Europa, da haben wir jetzt erste Insiderberichte, dass die EZB überlegt, ja, wir müssen dann halt, wenn das Bundesverfassungsgericht und so mit dieser Bundesbank, wenn die nicht mitmachen würden bei QE, dann müssen wir uns was überlegen. Gell, dann schauen wir mal, was wir machen, dann machen wir was anderes. So wie Mario Basler sagt, ich mache immer das. Oder die EZB sagt immer das, was man praktisch von den Gerichten vorgesetzt bekommt, das macht man. Nur manchmal auch vielleicht was anderes. Jedenfalls sehen wir, dass die EZB selbst dann warnt vor einer Pleitewelle europäischer Firmen. Auch die Banken seien hier gefährdet, weil eben viele Firmen pleite gehen würden und damit Kreditausfälle dann zu verzeichnen seien. Und heute haben wir, auch das ist nicht gerade uninteressant, aus Deutschland eine zweijährige Staatsanleihe wurde da emittiert, sogenannte Schatz. Und da haben wir eine so gigantische Nachfrage gehabt, da wurden eigentlich auf den Markt gebracht, nur, was war es jetzt, praktisch eine Rendite jedenfalls von minus 0,66%, aber die Nachfrage war gigantisch. Wir haben hier 4 Milliarden wurden angeboten und 13 Milliarden war Nachfrage. Das heißt, die wollten sich alle mit dieser deutschen Staatsanleihe, die mit minus 0,66% rentierte, eindecken. Auch das gehört wahrscheinlich zur Erklärung, warum die Aktienmärkte das tun, was sie tun. Rendite, Notstand. Schauen wir uns abschließend noch ein paar Charts an, meine Damen und Herren. Da sehen wir den S&P 500 und ich hoffe, Sie sehen den jetzt auch. Manchmal zuvor war das ja ein bisschen abgeschnitten. 3013, wie gesagt, da wurde es jetzt ein bisschen schwieriger, ein bisschen enger. Wir sehen, dass der Nasdaq dann von seinen Hochs ein bisschen runtergekommen ist. Noch nicht stark, aber ein paar Pünktchen sind es eben dann doch. Was macht der LeDAX? Der ist aktuell bei 11.514, hält sich hier sehr, sehr sportlich. Euro-Dollar aktuell bei 1.0976. Wieder hier stehen. Was hat der Gold gemacht? Da gucken wir mal genau hin. Ist ein bisschen runter, 1.711 und abschließend Crude Oil. Das wenig verändert jetzt im Vergleich zu heute Vormittag bei 34 und ein paar zerquetschten handelt. Also das soll es erstmal gewesen sein, wichtige Niveaus bei den Aktienmärkten. Und jetzt noch eine Mitteilung an Sie, es wird unmittelbar im Anschluss an dieses Video, kommt eine Botschaft von Mario Rütting, eine Botschaft aus dem realen Finanzkapitalismus, sondern aus dem realen Sozialismus an den parasitären Finanzkapitalismus in der Corona-Krise. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Es ist eine Botschaft des Friedens und der Versöhnung. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und sage euch Servus und Ciao.